Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie man den sogenannten Grinner-Knoten bindet. Den Grinner-Knoten benutzt man auch, ähnlich wie zum Beispiel beim Clinch-Knoten, dafür, dass man eine Schnur mit einer Öse verbindet. Zum Beispiel die Hakenöse, wie bei diesem Jig-Kopf. Oder wie hier bei einem Karabinerwirbel die Öse. Da würde ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine geflochtene Hauptschnur habe, die ich an diesen Karabinerwirbel ran knoten will, da würde ich zum Beispiel den Grinner-Knoten benutzen. Und so wird der Grinner-Knoten gebunden. So, stellt euch vor, dieser Schlüsselring ist jetzt die Wirbelöse hier. Und ich nehme jetzt meine Schnur, die ich mit dieser Öse verbinden will. Und ich ziehe diese Schnur jetzt zweimal durch die Öse durch. Also einmal. Ich ziehe mir hier wirklich genügend Schnur, ausreichend Schnur durch. Gerne großzügig Schnur durchziehen. Also einmal. Und jetzt das zweite Mal. So. Jetzt habe ich das hier doppelt durchgezogen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt lege ich es mal hier hin. Haben wir hier die Schnüre doppelt liegen, nebeneinander. Jetzt nehme ich mir das durchgezogene Stück Schnur und ziehe es so zurück und lege mir hier jetzt eine Öse. So, mit den zwei Fingern schiebe ich das mal so ein bisschen zusammen und dann habe ich hier jetzt eine Öse. Und jetzt nehme ich mir das überstehende Stück hier und ziehe das jetzt, und jetzt wird es ein bisschen, ja, was ist komplizierter, aber hier ist es ein bisschen tricky. Ich hebe jetzt diese ganzen Schnüre mit der Öse, nehme ich mir mit, hebe die hoch und ziehe dieses Stück unter dieser ganzen Schnurgeschichte durch. So, unter allem. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Hier ist noch die Öse, sage ich mal. Und jetzt habe ich das da drunter durchgezogen, unter allem. So schiebe ich mal weiter durch. Jetzt nehme ich mir ein Stück hier. So. Und jetzt wickele ich dieses Stück durch diese Öse durch, um diese beiden Stücke hier, Schnur. Wickele ich jetzt 6 bis 8 Mal rum. Das heißt, ich ziehe das Ende der Schnur hier durch die Öse, um diese beiden Schnüre. Wie gesagt, in Wirklichkeit würdet ihr das jetzt mit echter Schnur 6 bis 8 Mal machen. Ich mache es jetzt 2-3 Mal so, zweimal. Und dreimal, jetzt auch schon vorbei hier mit der Schnur. Deswegen großzügig durch die Öse ziehen. Wie am Anfang gesagt. So, und jetzt stellt euch vor, ich habe das jetzt 6 bis 8 Mal gemacht. Jetzt halte ich das Ende hier fest. Mit der anderen Hand halte ich die Öse des Hakens fest oder des Wirbels. So, und jetzt kann ich das alles eigentlich loslassen und ziehe an der Hauptschnur hier, hier und da ziehe ich den Knoten fest. So. So, und wie immer vorher den Knoten natürlich anfeuchten, das mache ich jetzt hier nicht. Und dann langsam und gleichmäßig zuziehen. So, und überall an jeder Schnüre gleichmäßig ziehen. So, jetzt immer fester. Und jetzt könnt ihr mit den Fingern den Knoten auch runterziehen. An die Öse dran, wieder ziehen, festziehen. So. Nochmal richtig schön, dass der Knoten sich auch nicht im Drill nochmal zusammenzieht. Das ist nämlich das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen schneidet ihr, jetzt sieht das Ganze so aus: Öse, Knoten, das überstehende Stück hier, das könnt ihr dann abschneiden.
Das ist dann die Hauptschnur hier. Beim Abschneiden achtet immer darauf, dass ihr einen halben Zentimeter überstehen lasst. Damit, falls ihr den Knoten nicht richtig festgezogen habt, dann habt ihr hier noch eine Toleranz im Drill. Das war der Grinner-Knoten. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, schmeißt es gerne in die Kommentare. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Beste Grüße. Alles Gute. Eine Tightline am Wasser auf jeden Fall. Und bis bald. Euer Underwater Tackle Team. Ciao, ciao.